und herzlich willkommen in der Chaosküche 51. Heute zu meinem Halloween-Beitrag Augen in Eiter. Die Zutaten hierfür sind sehr gering und leicht zu besorgen. Und zuerst fertigen wir natürlich die blutigen Augen. Hierzu benötigen wir halt die Lychees, welche wir aus einer Dose halt haben. Und hier schaut drauf, dass ihr die Öffnung der Lychees, dass sie noch sehr gering ist, also dass sie noch nicht ganz auseinanderplatzt, so dass ihr die Kirsche noch schön reindrücken könnt und die Lychees sozusagen die Kirsche umschließen. Und ja, das machen wir dann mit circa 6 bis 7 Stück, also kommt auf die Schale an, welche ihr nachher benutzt. Und ja. Nachdem ihr die Augen gefertigt habt, schlagt ihr den Pudding auf. Ich habe hier die Geschmacksrichtung Banane gewählt. Hierfür gebe ich 500 ml kalte Milch in eine Schüssel. Und dieser wird, wie gesagt, kalt aufgeschlagen. Ihr könnt natürlich auch Pudding, den ihr aufkocht, nehmen. Ja, und dann schön kräftig das Puddingpulver in der Milch verschlagen. Und so lange schlagen, bis die Masse eine cremige Konsistenz hat, aber noch nicht ganz fest ist, weil das geht ziemlich schnell. Anschließend lassen wir nun unsere Augäpfel in dem Eiter verschwinden. Hier müsst ihr aufpassen, dass sie euch, wie gesagt, nicht versinken. Also bei dem Puddingpulver beim Schlagen halt darauf achten, dass die Puddingmasse nicht zu fest, aber auch nicht ganz zu weich ist. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr euch dann frei mit Lebensmittelfarbe etwas verewigen und schöne bunte Muster zwischen die Augen ziehen, damit das Ganze schön bunt aussieht und ein bisschen vielleicht auch gruselig, aber ja. Ja, das waren meine Augäpfel in Eiter und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie die gesamte Kooperation. Bleibt dabei und schaut euch auch die weiteren Beiträge an in dieser Woche. Und ich kann da nur noch viel Spaß wünschen, ein gruseliges Halloween. Ja, und alle weiteren Teilnehmer dieser Halloween-Kooperation 2016, initiiert von Chaos Kitchen 51, findet ihr natürlich in der Infobox unten. Dort sind alle Kanäle nochmal verlinkt und da müsst ihr nur auf die Links klicken und dann kommt ihr auf die Kanäle dieser Kooperation und könnt euch auch andere tolle Videos von diesen tollen Teilnehmern anschauen. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß, bis bald, euer Tom.